Hallo ihr Lieben, heute habe ich wieder eine Buchvorstellung für euch, oder besser gesagt zwei Buchvorstellungen, aber da die Bücher zu einer Reihe gehören, packen wir das alles zusammen. Und zwar soll es heute um Sais gehen, die Hüter des Todes und Sais 2, Zorn der Gerechten. Ich habe beide Bücher jetzt vor kurzem mit der lieben Nina zusammengelesen und was soll ich sagen, diese Bücher sind so unglaublich gut. Und Sais 1 ist definitiv ein Jahreshighlight für mich, das kann ich euch jetzt schon sagen, denn diese Geschichte ist einfach so unglaublich. Es ist einfach so, so gut. Und ich würde sagen, wir starten wie immer mit dem Inhalt. Dieses Buch glitzert wie Sau in der Kamera. Wenn ich es hier hinterstelle, seht ihr es dann noch? Ich müsste es hier hinstellen. Dann seht ihr es. Dann reflektiert es nicht so schlimm. Also ich lasse es jetzt einfach mal da stehen, weil wie gesagt, es reflektiert wie Sau. Worum es in diesem Buch geht, ist ein bisschen schwer zu erklären, denn dafür muss ich ein bisschen weiter ausholen und euch erstmal die Welt erklären. Denn Sais ist eine Zukunftsgeschichte, also es ist keine Dystopie, sondern eher eine utopische Gesellschaft mit Makeln, sag ich mal, und das ist das Saistum. Also wir befinden uns in einer fernen Zukunft, in der die Menschheit es geschafft hat, den Tod zu besiegen und ja, die Menschen werden nicht mehr krank, sie können nicht mehr sterben, die Menschheit hat alles erforscht, es gibt nichts, was die Menschheit nicht weiß und es ist quasi alles zu Ende. Und das ist auch so eine Grundfrage in diesem Buch, finde ich. Was passiert mit der Menschheit, wenn sie alles erreicht hat? Weil der Mensch an und für sich als Wesen bestrebt ja ständig nach mehr, ne? Also die Menschheit will ja immer sich weiterentwickeln und weiter fortschreiten und immer mehr und immer mehr. Und in dieser Gesellschaft, in der das Buch spielt, stagniert die Gesellschaft. Also wie gesagt, es gibt nichts mehr zu erforschen, es gibt nichts mehr zu erfinden, es gibt alles einfach schon. Und die Welt, wie sie in dieser Geschichte ist, ist einfach rundum perfekt, bis auf die Sais. Und es ist so, dass es in einer Welt, in der Menschen nicht mehr sterben können, ja ganz, ganz schnell zu einer Überbevölkerung kommen würde. Und hier kommt die Sais ins Spiel. Denn das Saistum ist ins Leben gerufen worden, um Menschen nachzulesen. Um halt die Überbevölkerung in den Griff zu kriegen. Nachlesen ist im Endeffekt nichts anderes wie Menschen töten. Und jetzt kommt gerade die Sonne raus. Also es kann sein, dass ich heute wieder heller und dunkler werde. Es ist wieder Wolken, Sonne, Wolken, Sonne. Ja. Zurück zum Thema. Auf jeden Fall ist es so, dass Menschen sterben müssen, weil es sonst ganz, ganz schnell zur Überbevölkerung kommen würde oder die Menschheit sich nicht mehr fortpflanzen dürfte. Und ja, dadurch haben die Menschen das Saistum ins Leben gerufen und das Saistum ist unabhängig vom ganzen Rest der Gesellschaft. Und die Sais, wie gesagt, dürfen Menschen nachlesen. Nachlesen, wie gesagt, heißt im Endeffekt nichts anderes wie töten. Und Sais dürfen das überall, zu jeder Zeit, wen sie wollen. Die sind da völlig frei in ihrer Auswahl. Und Sais haben auch bestimmte Grundsätze, an die sie sich halten müssen. Zum Beispiel darf ein Sais niemals bewusst einen Menschen nachlesen aus Groll oder Rache oder irgendwas, sondern sie müssen die Menschen wirklich unwillkürlich aussuchen. Manche Sais haben da ein bestimmtes Muster, dass sie sich jemanden suchen, prozentual nach irgendeiner Berechnung. Manche sagen, okay, ich lese heute jemanden nach, der so und so alt ist. Also das ist jedes Sais, macht das so auf seine eigene Art und Weise und sucht sich da quasi seine Opfer raus. Und das ist halt der Kernpunkt, warum es in diesem Buch geht. Also es geht darum, dass wir in dieser utopischen Welt uns befinden und wir uns das Saistum im ersten Teil genauer angucken und uns das Saistum angucken, was steckt genau da dahinter? Was sind die Sais? Was tun die Sais? Und was für eine Macht haben sie dadurch, dass sie andere Menschen töten dürfen? Auf der anderen Seite an dieser Geschichte, gegenüber dem Saistum, steht der Thunderhead. Der Thunderhead ist die große Macht, sag ich mal. Der Thunderhead ist eine Weseneinheit, die sich aus unserer Cloud entwickelt hat. Und der Thunderhead ist einzig dazu da, um den Menschen zu dienen und nur das Beste für die Menschen zu tun. Also der Thunderhead versucht wirklich für jeden einzelnen Menschen auf der Welt das Beste. Er hilft den Menschen, er unterstützt die Menschen, er macht alles für die Menschen. Und er kontrolliert halt wirklich quasi die ganze Welt dadurch und die Menschheit verlässt sich auch extrem auf den Thunderhead. Und ja, das Einzige, wie gesagt, wo der Thunderhead keinen Einfluss drauf hat, ist das Saistum. Und der Thunderhead darf auch nicht eingreifen, wenn irgendwas ist und die mit den Sais kommunizieren. Also das sind wirklich zwei komplett verschiedene Welten in dem Sinne, die nicht miteinander verbunden sind, die nichts miteinander zu tun haben und sie dürfen halt nicht miteinander kommunizieren und Kontakt aufnehmen. Ja, und das ist quasi unser Ausgangspunkt in dieser Geschichte. Also wir sind in dieser utopischen Welt mit diesen Sais und lernen diese Welt so Stück für Stück kennen und wir begegnen in dieser Geschichte Citra und Rowan und die beiden sind 16 oder 17 Jahre alt, ich weiß es gerade gar nicht, ich glaube 17 sind sie und gehen beide zur Schule und beide begegnen einem Sais und dieser Sais
tut beide dazu auserwählen, bei ihnen in die Lehre zu gehen und ebenfalls Seis zu werden. Und die beiden sind so ziemlich hin und her gerissen, ob sie das denn wollen oder nicht, denn sie haben natürlich eine Wahl. Sie können diese Lehre auch ablehnen und können sagen, nee, wir wollen das nicht. Und beide haben dann aber ihre eigenen Gründe, diese Lehre anzutreten. Und im ersten Teil geht es im Prinzip darum, dass wir Citra und Rowan begleiten während ihrer Lehrzeit. Und wir sehen, was die beiden so durchleben, was die beiden in diesem Jahr ihrer Ausbildung erleben, was sie alles für Schwierigkeiten überwinden müssen, was für Intrigen gesponnen werden, wie das Seistum funktioniert. Also wir lernen wirklich diese ganze Welt kennen, wir lernen, wie die Welt tickt. Und das ist wirklich sehr, sehr interessant im ersten Teil gewesen. Und das fand ich richtig, richtig gut. Auch die Geschichte von Citra und Rowan ist richtig gut erzählt. Und auch die Geschichte mit den Sais, die da eine große Rolle spielen, das fand ich auch richtig, richtig gut. Und ja, im Endeffekt geht es im ersten Teil darum, was mit Citra und Rowan am Ende ihrer Lehrzeit passiert und was das Saistum für eine Entwicklung macht im ersten Teil. Und das ist es im Endeffekt, worum es in diesem Buch geht. Also der erste Teil ist wirklich so ein Teil, wo ich sage, man lernt die Welt kennen, man lernt die Charaktere kennen, man lernt kennen, was so da dahinter steckt. Man merkt, was für Intrigen gesponnen werden und in was für eine Richtung sich die Geschichte höchstwahrscheinlich entwickeln wird in den weiteren Teilen. Und ich fand das so interessant und ich fand das so mega spannend. Und ich kann nur sagen, dass die Handlung vom ersten Teil für mich rundum perfekt war. Das war spannend. Das war ein gutes Tempo in der Geschichte. Ich habe die ganze Zeit echt nur gedacht, so, was passiert als nächstes? Was kommt jetzt bitte noch? Und Neil Schusterman hat es einfach drauf, so viele Wendungen einzubauen, mit denen man einfach auch nicht rechnet. Also ich habe mit der Nina ja zusammen gelesen und wir haben uns dann immer unterhalten und haben gedacht, oh, was könnte passiert sein? Wie ist das wohl? Und am Ende war es komplett ganz, ganz anders. Und dann war das eine Möglichkeit, an die du überhaupt nicht gedacht hast. Und Neil Schusterman hat es da wirklich einfach drauf. Also der ist für mich wirklich der Meister der Plot-Twist, das ist der Hammer. Also dieser Mann, ich ziehe meinen Hut vor ihn wirklich. Ich fand ja vollendet von ihm schon richtig, richtig toll. Und ja, also von der Handlung her kann ich nur sagen, dass Saiz rundum perfekt war für mich. Ich habe da nichts irgendwie zu meckern und ich habe da nichts irgendwie dran auszusetzen. Ich fand es auch gut, dass in der Geschichte nochmal so Tagebucheinträge dieser Saiz sind. Denn jeder Saiz muss Tagebuch führen und das in den Thunderhead quasi hochladen, sodass jeder diese Tagebücher quasi lesen kann. Es macht keine, aber rein theoretisch könnte man es. Denn man sollte diese Tagebücher gezeigt kriegen, das heißt, in dem Sinne ganz normale Menschen sind und keine Monster, die einfach kaltblütig irgendwelche Leute meucheln. Und ich fand diese Tagebucheinträge, die wir in diesen Büchern mit drin haben, sehr, sehr interessant. Und es hat nochmal einen komplett anderen Blickwinkel auch auf die Geschichte gegeben. Es hat so die Charaktere auch nochmal von der anderen Seite beleuchtet und man hat nochmal in die Charaktere so hineinsehen können. Und man hat sehen können, was steckt hinter diesem Charakter, dessen Tagebucheintrag wir gerade lesen. Und das fand ich richtig gut und das hat für mich das Ganze auch so wirklich komplementiert und so richtig rund gemacht. Also ich fand es einfach nur großartig mit diesen Tagebucheinträgen. Wie gesagt, die Handlung, ich kann nichts weiter sagen, außer dass die für mich rundum perfekt war. Ich habe hier nichts zu meckern. Ich fand sie sehr, sehr interessant, sehr, sehr spannend. Die Plot-Twists waren so gut inszeniert und man hat einfach nicht damit gerechnet mit manchen Dingen, die hier passiert sind. Und es war einfach wirklich eine wahnsinnig tolle Handlung, ein wahnsinnig toller Verlauf und ja, mehr kann ich zur Handlung auch nicht sagen. Was die Charaktere betrifft, kann ich auch nur sagen, dass ich Citra und Rowan so gut verstehen konnte. Ich konnte mich super in sie hineinversetzen. Ich konnte ihre Zweifel verstehen und ihre Ängste. Ich habe mit denen teilweise echt mitgelitten, gerade mit Rowan, was er alles so erlebt hat in diesem Buch. Das war, ich habe mir immer so gedacht, oh Gott, der arme Kerl, der arme Kerl, der arme Kerl. Oh mein Gott, was passiert jetzt wohl als nächstes mit ihm? Ach du Scheiße. Und dann am Ende, ich habe dann so gefeiert bei dem, was er getan hat. Und das war einfach so gut und so toll. Und auch Citra war als Charakter so richtig, richtig gut. Und auch da hat sie am Ende nochmal richtig einen überrascht und hat etwas getan, wo man dachte so, verdammte Scheiße, wie kommt man aus dieser Situation raus? Und Neil Schusterman hat es einfach durch seine Charaktere geschafft, das Ganze wirklich so rund zu machen. Also ich fand Citra und Rowan als unsere Hauptcharaktere in diesem Buch wirklich so unglaublich gut. Die tragen die Geschichte einfach toll. Und auch unsere Nebencharaktere, wie Saiz Faraday und Saiz Curie oder auch Saiz Goddard, die sind so gut in ihren Rollen. Und die Nebencharaktere sind einfach so gut in dem, wie sie sein sollen. Und das kommt einfach so toll rüber. Und ich finde, Neil Schusterman vermittelt einem diese Charaktere einfach so unglaublich gut. Und
ich kann davon wirklich nur schwärmen. Und auch die ganzen anderen Nebencharaktere, die es in diesen Büchern noch gibt, fand ich auch richtig, richtig gut. Die sind nicht einfach nur so blass, weil es halt Nebencharaktere sind. Die werden nicht einfach nur so angerissen, sondern man durchleuchtet die Charaktere im Großen und Ganzen auch. Man weiß wirklich am Ende, wie jeder einzelne dieser Charaktere tickt. Und das finde ich so gut. Und das hat mir so unglaublich gut gefallen. Ich kann nur von diesem Buch schwärmen. Also was die Charaktere betrifft, Däumchen hoch, hat Neil Schusterman wahnsinnig gut gemacht und wahnsinnig toll gemacht. Und ja, I love it, I love it, I love it. Zum Setting kann ich nur sagen, dass wir uns ja wie gesagt in einer futuristischen Welt befinden, in der es quasi nichts mehr zu erforschen gibt, in der es alles gibt, was die Menschen sich quasi wünschen. Es gibt keine Krankheiten, es gibt keinen Tod. Jeder Mensch hat so Naniten in sich quasi, die deinen Körper wieder heilen. Also es gibt Leute, die springen aus Spaß vom Hochhaus und das nennt sich Platschen. Und die machen das einfach, weil es Spaß macht, denn sie können ja nicht sterben. Sie werden dann quasi zusammengekratzt von solchen Robotern, werden in ein Revival-Zentrum gebracht, wie das dort heißt, und werden dann dort wieder zusammengepflückt und können nach 3 Tagen wieder gehen und ja, schönes Leben noch. Also das nennt sich bei denen dann totenähnlich sein. Also das ist, man ist dann halt nicht, also man ist dann quasi schon tot, aber man wird ja zurückgeholt. Deswegen nennen die das totenähnlich. Und tot ist man halt ja wirklich nur, wenn die Sais einen nachlesen. Und ja, also ich wie gesagt, ich finde diese ganze Welt einfach richtig gut. Ich finde auch dieses futuristische Setting gemischt mit so ein bisschen noch aus unserer Zeit, diese Gebäude und diese Umgebungen, das finde ich vermischt sich richtig gut und man denkt beim Lesen auch gar nicht so weiter drüber nach, dass das ja eigentlich in einer fernen Zukunft spielt, wo es ja auch viele andere Dinge gibt, die es eigentlich hier noch nicht gibt. Man nimmt das einfach so als gegeben hin, weil es einfach so da zusammenpasst und da zusammengehört und das einfach so super sich in diese Welt integriert. Und ich hatte da überhaupt keine Probleme mit, mir irgendwas vorzustellen. Also ich konnte mir auch den Thunderhead richtig gut vorstellen. Also diese Weseneinheit, die quasi ja als Cloud überall ist. Und ich fand es einfach noch richtig gut. Also was das Setting betrifft, kann ich mich auch nicht beschweren. Ich fand die Welt einfach toll, die Neil Schusterman hier erschaffen hat. Ich mochte die Szenen, ich fand die Orte toll, an die er uns geführt hat und es war einfach gut. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Kommen wir als Letztes noch zum Schreibstil von Neil Schusterman und auch hier kann ich nur sagen, dieser Mann schreibt so toll. Er hat keinen romantischen Schreibstil, also ich bin ja ein Fan von Liebesgeschichten und ich muss sagen, in diesem Buch gibt es eine Liebesgeschichte, aber die ist so winzig am Rand erzählt. Also die spielt überhaupt keine wichtige Rolle. Es gibt sie und es wird immer mal so ein bisschen erwähnt und so drauf angespielt, aber es spielt nicht wirklich eine Rolle in diesem Buch und das fand ich richtig gut, denn es hat zur ganzen Geschichte gepasst. Es hätte nicht gepasst, wenn das so eine richtig schmalzige, schnulzige Liebesgeschichte gewesen wäre. Dann hätte das Ganze zerstört, glaube ich eher. Und deswegen finde ich es gut, dass die Liebesgeschichte wirklich nur so ein kleines bisschen am Rande spielt. Und ja, Neil Schusterman, finde ich, er schreibt sehr actiongeladen. Also ich habe richtig Spannung gehabt in diesem... Ich finde, Neil Schusterman schreibt sehr, sehr spannend. Also er hat es wirklich geschafft, mich zu fesseln teilweise bei manchen Sachen, die in diesem Buch passiert sind. Ich konnte nicht aufhören zu lesen und ich wollte dann auch wissen, wie es weitergeht. Und ich habe dann echt so gedacht, oh mein Gott. Also er hat mich richtig gefesselt mit seinem Schreibstil. Und ansonsten schreibt er sehr auf den Punkt. Also er umschreibt nicht extrem viel und er lässt auch nicht so viel verschwimmen, sondern er ist wirklich... Was den Schreibstil betrifft, das ist klar definiert, das ist klar auf den Punkt, du weißt immer sofort, woran du bist und das hat mir sehr, sehr gut gefallen und ich finde, das hat auch richtig gut zur Geschichte gepasst, das hat gut zu den Charakteren gepasst, das hat einfach rundum alles nochmal mit komplimentiert. Also ich mochte den Schreibstil von Neil Schusterman, also wie gesagt, er ist spannend, er ist actionreich, ich finde, er ist sehr, sehr auf den Punkt und sehr, sehr offen und ja, passt einfach perfekt zu der Geschichte und ja... Mehr kann ich zum ersten Teil eigentlich auch nicht sagen, außer dass mir das Buch richtig, richtig gut gefallen hat. Ich würde jetzt nochmal kurz auf den zweiten Teil zurückkommen. Und zwar ist das Sais, Zorn der Gerechten. Und ich werde jetzt erstmal nicht spoilern, also keine Angst. Ich sage euch jetzt auch erstmal nur, wie mir der zweite Teil gefallen hat. Und dann schauen wir mal, ob ich noch ein bisschen was spoilern möchte. Dann sage ich euch aber vorher nochmal Bescheid. Der zweite Teil von Sais setzt quasi 8 Monate nach dem ersten Teil an. Und wir begegnen hier wieder Citra und Rowan. Wir sehen, wie die beiden sich entwickelt haben. Wir sehen, wie die Welt sich entwickelt hat. Wir sehen, was mit den Intrigen aus dem ersten Teil passiert ist. Und die Geschichte entwickelt sich natürlich immer weiter. Und am Ende vom zweiten Teil, finde ich, ist die Geschichte komplett offen. Der zweite Teil hat nicht einfach nur einen Cliffhanger, sondern das ganze, die ganze Geschichte ist quasi über den Haufen geworfen worden.
Und jetzt ist einfach mal alles total offen wie am Anfang und jetzt kann quasi alles passieren in dieser Geschichte. Die Schusterman kann die Geschichte jetzt in 150 Millionen verschiedene Richtungen sich entwickeln lassen. Und das finde ich so gut, weil man als Leser jetzt einfach keine Ahnung hat, wie es weitergeht. Ich finde, man kann sich tausend Szenarien im Kopf ausdenken, was jetzt als nächstes passiert. Man hat natürlich tendenziell schon eine Vermutung, in welche Richtung sich das entwickeln würde, aufgrund der Ereignisse, die im ersten und zweiten Teil passiert sind. Aber es ist einfach alles offen und wenn man Neil Schusterman kennt, weiß man, dass da irgendwas kommt, womit man wahrscheinlich nicht wirklich rechnet. Und das finde ich so toll und da freue ich mich auch schon so auf den dritten Teil. Ansonsten kann ich euch zum Inhalt nichts weiter sagen. Ich kann nur sagen, dass mir die Handlung im zweiten Teil wieder gut gefallen hat. Ich fand gerade das Ende, das war einfach so krass. Man hat irgendwie überhaupt nicht mehr daran gedacht. Also ich habe dann, wo das alles am Ende passiert war, gedacht, ja, da war ja noch was in dieser Geschichte. Aber das war nur so eine kleine Randinformation, die man irgendwann so gegen im letzten Drittel quasi dieser Geschichte irgendwie mal mit auf den Weg bekommen hat, dass man da überhaupt nicht mehr dran gedacht hat. Und man dachte dann nur so, wo das passiert war, ja klar, da war ja noch was, hast du total vergessen. Und das fand ich richtig gut gemacht, weil man im Endeffekt wusste, dass sowas passieren müsste, es aber nicht für wahr und aber nicht richtig wahrnimmt. Und ich fand es einfach nur so gut. Also die Handlung im zweiten Teil hat mir wieder richtig, richtig gut gefallen. Ich muss allerdings sagen, dass ich im zweiten Teil fand, dass das Buch seine Längen hatte. Also wir hatten hier auch viele Kapitel, die recht ruhig waren, die jetzt nicht wirklich zur Entwicklung in der Geschichte beigetragen haben. Das war jetzt nicht schlimm für mich beim Lesen, aber ich habe es halt anders empfunden wie beim ersten Teil. Beim ersten Teil habe ich wirklich gedacht so, es saugt mich ein. Und beim zweiten Teil habe ich so gedacht so, ja, ich lese jetzt ganz gemütlich vor mich hin, aber ich hätte halt das Buch zwischendrin noch einfach weglegen können. Wisst ihr, was ich meine? Es hatte nicht diese Sogwirkung auf mich wie beim ersten Teil. Und was ich aber überhaupt nicht schlimm finde, ich finde ja, zweite Teile sind meistens eh nur so Übergangsteile zwischen Anfang und Finale und deswegen dürfen die sich auch mal ein bisschen ziehen und deswegen müssen die nicht rundum perfekt sein. Wie gesagt, ich fand die Handlung wirklich richtig gut. Ich fand gut, wie sich das Ganze entwickelt hat in dieser Geschichte. Ich fand gut, dass Neil Schusterman hier diesen einen Charakter noch mit eingeführt hat in die Geschichte, wo du nochmal einen komplett anderen Blickwinkel auf die Welt auch gekriegt hast. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Aber ansonsten, wie gesagt, muss ich halt sagen, das Buch hatte so ein bisschen seine Längen, was jetzt aber nicht für mich schlimm war beim Lesen. Aber ich wollte es erwähnt haben an dieser Stelle. Ja, also Handlungen hat mir auch wieder sehr, sehr gut gefallen. Ich fand die Entwicklung gut und wie gesagt, gerade das Ende, das war so krass. Das Ende war so, oh mein Gott, was passiert jetzt bitte? Dann, was die Charaktere betrifft, kann ich ja sagen, dass ich Citra und Rowan wieder richtig gut fand. Ich fand die Sais, die hier eine wichtige Rolle spielen, fand ich auch wieder richtig gut. Ich kann jetzt hier nicht auf Näheres eingehen, weil ich euch sonst spoilern würde. Das möchte ich nicht. Also wie gesagt, diese Sais, die wichtig sind in dieser Geschichte, haben mir auch gut gefallen. Ich fand das Ende wirklich, was das betrifft, auch sehr dramatisch, weil wir einige Charaktere jetzt nicht wiedersehen werden im dritten Teil. Fand ich ein bisschen traurig. Ansonsten kann ich sagen, dass die Nebencharaktere auch wieder gut waren. Wie gesagt, dieser eine Charakter, der hier noch eingeführt wird, mit dem hatte ich eigentlich das ganze Buch nur Mitleid. Ich dachte mir, die arme Sau kriegt das ganze Buch in dem Sinne nur auf die Fresse und kann eigentlich nichts dafür. Und gerade was diesen einen Charakter betrifft, das Ende, das war so, was passiert jetzt bitte? Was wird als nächstes kommen? Was hat derjenige welche vor mit diesem Charakter? Und ich fand, das war einfach so gut gemacht und das ist auf jeden Fall so spannend gewesen am Ende, dass man auf jeden Fall wissen möchte, wie es weitergeht. Unbedingt. Und ja, also was die Charaktere betrifft, kann ich sagen, hat mir wieder richtig gut gefallen. Was das Setting betrifft, hat es mir wie im ersten Teil auch wieder mega gut gefallen. Ich muss sagen, ich hatte zum Ende hin, wo die in dieser einen Stadt in Endura waren, hatte ich so ein bisschen meine Schwierigkeiten mit dem Setting, weil das einfach so eine Stadt ist, die so mega pompös ist und wo es alles gibt und wo viele verschiedene Stile auch aufeinandertreffen. Und da hatte ich so ein bisschen meine Probleme, mir diese ganze Stadt vorzustellen. War aber jetzt nicht so dramatisch, aber am Ende hatte ich dann halt mein Bild von dieser Stadt und das hat dann gepasst. Aber ich hatte hier so ein bisschen meine Schwierigkeiten, mir das im Kopf so zusammenzubauen. Ansonsten, der Rest hat vom Setting her wieder mir sehr, sehr gut gefallen. Und was den Schreibsifonie Schusterman betrifft, kann ich auch nur sagen, wie im ersten Teil, sehr, sehr gut, sehr, sehr toll. Wie gesagt, es waren hier Passagen in diesem Buch drin, die jetzt nicht unbedingt zur Entwicklung der Geschichte beigetragen haben, wo die Geschichte eher ruhiger war, wo halt viel Konversation war, wo man allerdings auch wieder so ein bisschen Hintergrundinformationen bekommen hat. Fand ich die Art und Weise, wie Neil Schusterman das erzählt hat, wieder ganz, ganz toll. Und ja, ich kann nur sagen, wie im ersten Teil, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also im Großen und Ganzen kann ich nur sagen, dass Sais der erste wie der zweite Teil zwei ganz, ganz tolle Bücher sind, die man wirklich lesen sollte. Denn wie gesagt, was passiert mit der Menschheit
in einer Welt, in der es nichts mehr zu erforschen gibt, in der es alles gibt, in der man nicht sterben kann, in der es eine Weseneinheit gibt, die für dich sorgt und die alles für die Menschheit tut, um sie zu beschützen. Und ich fand diesen Ansatz der Geschichte einfach wirklich wahnsinnig interessant und ich freue mich so auf den dritten Teil. Und ich bin so gespannt, wie Neil Schusterman das Ganze entwickeln wird. Und ja, ich kann euch diese Bücher, wie gesagt, wirklich nur empfehlen. Es ist eine ganz, ganz tolle Geschichte. Schaut sie euch auf jeden Fall an. Und ja, ich liebe, liebe, liebe sie. Und ich würde jetzt nochmal ganz kurz auf einen kurzen Spoiler-Teil kommen für alle, die die Bücher schon gelesen haben, dass wir vielleicht so ein bisschen mal uns austauschen können. Ich würde dann auch sagen, wer die Bücher gelesen hat und mir einen Kommentar schreibt, tut wieder bitte eine Spoilerwarnung in die Kommentare schreiben und ein bisschen Platz lassen, dass die Leute, die nicht gespoilert werden möchten, nicht gespoilert werden. Denn wir möchten ja fair bleiben und niemanden absichtlich spoilern. Ja, und ich komme jetzt zum nicht-spoilerfreien Teil. Fangen wir mal mit dem ersten Teil hier an. Ich kann nur sagen, im ersten Teil für mich die größte Überraschung war, Seis Faraday ist nicht tot. Ich dachte mir nur so, was? Damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe die ganze Zeit mit Nina überlegt, wer ihn umgebracht hat, weil für uns beide war klar, dass der keinen Selbstmord begangen hat. Und wir haben halt die ganze Zeit überlegt, wer hat den umgebracht. Und für uns war ja klar, dass es irgendwie Goddard war. Aber ich hätte nicht damit gerechnet, dass er seinen Tod einfach inszeniert und sich dann irgendwie nach Amazonien absetzt und dort sich ein schönes Leben feiert. Also das fand ich so gut, diese Wendung dann zum Ende hin. Das hat mir richtig gut gefallen. Und ja, Faraday lebt. Wuhu! Ansonsten muss ich sagen, hat mir im ersten Teil auch gut gefallen. Diese Wendung, wo Citra und Rowan auf einmal dann gegeneinander antreten mussten. Wo es hieß, nur einer von beiden kann Seis werden. In dem Moment habe ich gedacht, fuck. Wie soll das Ganze ausgehen? Und Nina und ich haben uns dann die wüstesten Theorien ausgedacht, wie der eine den anderen retten könnte am Ende. Aber so wie Citra das am Ende gemacht hat und ihm einfach einen in die Fresse gehauen hat, nur damit der Ring seine DNA aufnimmt, damit haben wir nicht gerechnet. Also auf diesen Ansatz sind wir in keinster Weise gekommen. Fand ich so gut, das Ende. Also hat mir richtig, richtig gut gefallen. Ansonsten, wie gesagt, fand ich das gut, dass da diese Konkurrenz kam, weil das hat nochmal so ein ganz anderes Licht auf die Geschichte geworfen. Und wo dann Seis Faraday tot war und Citra zu Curie gekommen ist und Rowan zu Goddard. Ich habe so mit Rowan gelitten, das ganze Buch. Ich habe immer nur so gedacht, der arme Kerl, was der da alles durchmacht, das ist, oh mein Gott, die arme, arme Sau. Und Citra da bei ihrer Curie ging es ja ganz gut, ne? Die hat ja mit ihr, dann wie gesagt, zwischen den beiden hat sie ja dann auch so eine Freundschaft entwickelt, das hat mir auch gut gefallen. Und ich fand es halt wirklich gut, wie du gemerkt hast im ersten Teil, wie sich das Seistum auch verändert, wie diese Intrigen, die dort gesponnen werden, immer größer werden und wie diese Machtkämpfe untereinander bei den Seis, wie das immer mehr geworden ist und wie der eine versucht hat, den anderen auszuspielen. Das fand ich richtig, richtig gut. Und ich fand es auch gut, dass Xenocrates diese Tochter hatte, die er ja eigentlich nicht haben darf und dass die da halt auch noch so eine wichtige Rolle mitgespielt hat. Man hat sich ja das ganze Buch gefragt am Anfang, was hat es mit diesem Kind bitte auf sich? Ich habe am Anfang ja gedacht, das ist die Tochter von Goddard, dass er deswegen ihr nichts tut. Und es war wirklich sehr geschickt gemacht von den Schustermann. Und wie gesagt, es hat mir so gut gefallen. Und auch die Tagebucheinträge von den Seis fand ich gut, weil man da wirklich nochmal einen richtig guten Blick auf die Charaktere gekriegt hat. Man wusste, wie die Charaktere ticken. Und das fand ich einfach nur so mega gut. Das hat mir so mega, mega gut gefallen. Und ja, I love it, I love it, I love it. Und ich fand es auch krass, diese Beschreibungen im ersten und wie auch im zweiten Teil, wenn die diese Massennachlesungen gemacht haben, also Goddard und seine Anhänger. Das fand ich so krass und ich fand es so gut, wo Rowan dann versucht hat, noch so viele Leute wie möglich zu retten und die da rauszuscheuchen aus diesem Labor und auch aus der Kirche. Und ach ja, das hat einem nochmal so richtig gut gezeigt, wie gut Rowan eigentlich ist und dass er nie so sein wird wie Goddard. Und ich muss auch sagen, wo der dann in diesem Tornistenkloster war, wo er Goddard dann erstmal geköpft hat und die anderen da verbrannt sind, dass ich dachte so, ja, Gott sei Dank, er ist tot. Wuhu, yuppie, er ist tot, er ist hinüber, er ist Ende. Und das, ach, das war einfach so eine große Genugtuung in der Geschichte, dass dieses Arschloch jetzt einfach weg ist. Und ja, hat mir so mega gut gefallen. Und ja, mehr kann ich zum ersten Teil eigentlich auch gar nicht sagen, außer ich liebe, liebe, liebe es. Und ich finde das Cover so unglaublich schön. Und ja, kommen wir jetzt zum zweiten Teil dem Spoiler. Also wenn ihr den noch nicht gelesen habt, dann schaltet jetzt ab, sonst spoilere ich euch für den zweiten Teil. Im zweiten Teil fand ich es auch richtig gut, dass Rowan ein Seis geworden ist quasi, obwohl er eigentlich nicht offiziell ein Seis ist, aber dass er sich gegen die bösen, dunklen Seis auflehnt und dafür Gerechtigkeit sorgt und halt wirklich aussieht, und diese Seis, die nicht mehr nach den Grundsätzen leben, nachliest.
Und was das betrifft, bin ich auch wirklich gespannt, was jetzt im dritten Teil passiert. Denn es sind ja verdammt viele Sais jetzt gestorben am Ende. Und ich frage mich, wer ist jetzt überhaupt noch übrig? Welche Sais sind noch da? Sind viele von der alten Garde noch da? Sind viele von der neuen Garde noch da? Ich habe keine Ahnung, wie die hießen nicht neue Garde, wie hießen denn die andere neue Ordnung oder was weiß ich denn. Auf jeden Fall, ich bin so gespannt, von welchen Fronten noch wie viel Sais übrig sind. Und ich bin so gespannt jetzt auf den dritten Teil, wie sich die Welt weiterentwickelt hat. Weil Citra und Roman sind ja am Ende gestorben und wer weiß, wann die in diesem Tresorraum da mal gefunden werden, dass die wiedererweckt werden können. Das ist einfach so heftig und das ist einfach so krass und... Ah, diese Vorstellung am Ende. Ich habe echt gedacht so, nein, wo Sais Kyrie dann auch gestorben ist. Das fand ich so, ich wollte nicht, dass die stirbt. Ich war so froh, wo die dann zum Highblade ernannt wurde. Ich war so glücklich mit dieser Entscheidung. Ich habe gedacht, ja, Gott sei Dank, das Buch nimmt eine gute Wendung am Ende. Und dann, bam, sterben die alle. Das war so, nein, ich wollte das nicht. Ich wollte nicht, dass Kyrie stirbt. Ich fand das nicht in Ordnung. Dieser Plot-Twist war doof. Und, ich bin auf jeden Fall auch gespannt, was im dritten Teil passiert mit Faraday und seiner Assistentin, weil sie sind ja immer noch auf der Suche nach diesem Notfallplan und ich denke, dass dieser Notfallplan im dritten Teil auch noch eine ganz große Rolle spielen wird und also ich hoffe es zumindest und ich bin so gespannt, wie sich das da entwickelt. Es ist einfach so, es ist noch so viel Potenzial in der dritten Geschichte und auch was Grayson betrifft, bin ich jetzt so gespannt, weil wie gesagt, die ganze Welt sind jetzt Widerlinge. Außer Grayson. Und das ist so krass. Also, das ist so heftig. Keiner darf mehr mit dem Thunderhead kommunizieren, außer Grayson. Das ist so, what? Also, ich fand das Ende mega gut. Und wie gesagt, auch diese ganzen Handlungen, die in diesem Buch passiert sind, das war einfach so toll. Dieser Mordversuch auf Anastasia und Kyrie. Es war ja schon klar, dass da irgendwie Goddard da dahinter steckt. Und wo das dann am Ende alles aufgelöst wurde. Das war einfach so gut gemacht. Und das hat mir so gut gefallen. Und ja, ich weiß gar nicht bei diesem Buch, wo ich anfangen soll zu erzählen. Also ich fand dieses Buch einfach wirklich richtig, richtig toll wieder, was die Handlung und die Entwicklung der Geschichte betraf. Und ich bin so auf den dritten Teil gespannt. Und wenn der rauskommt, den muss ich mir gleich holen und den muss ich unbedingt lesen. Und ich könnte jetzt hier noch Stunden so weitermachen, da das aber nichts bringt. Schreibt mir eure Meinung zu Sais gerne unten in die Kommentare, wenn ihr die Bücher schon gelesen habt. Und ja, ich finde die Bücher einfach mega. Ich feiere die total. Ich kann die wirklich nur jedem empfehlen. Und I love it, I love it, I love it. Und mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich bedanke mich wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.